geritten sind. Ja, da sind sie. Na, komm mal her. Sind die neutral? Nein, die sind böse. Du auch. Dich brauchen wir auch. Dann nehmen wir dich auch sofort mit. Du komisches Etwas. Ey, geht mir doch nicht auf den Sack. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was geht hier ab? Ja, super. Meine Fresse, ich dreh gleich durch hier. Kannst nicht vernünftig aufladen und angreifen. Ich werd wahnsinnig. Ich werd hier echt wahnsinnig bei den Mistdrecksviechern. Meine Herren, lasst mich doch mal aufstehen. Hallo. Hau ab, du Mistgeburt. So, jetzt aber. Geht doch. Mann, die waren jetzt aber ganz schön stressig. Also, die haben doch schon ein bisschen mehr aufgeregt. Dann schnappen wir uns den jetzt mal einzeln. So. Den einmal voll machen. Haben wir wieder ein bisschen Leben gekriegt. Und tot. Boah, krass. Fast 5000 an kritischem Schaden. Und droppen tun ja auch echt nicht schlecht im Moment. Muss ich schon sagen. Jodale. Na! Musst du immer in mich rein? Ist doch nicht nett. Ach. Vampirschlag brauche ich jetzt ja gar nicht, weil wir haben ja noch volles Leben. Aber so vom stärksten... Entschuldigung. Der stärkste Schlag kommt mir auf jeden Fall so vor, als ob das hier die Nummer 4 ist. Ich weiß gar nicht, wie sich der nennt. Warte mal, was war denn das? Donnerschlag. Also der kommt mir auf jeden Fall am stärksten vor. So, davon brauchen wir noch einen und dann brauchen wir noch einen von den anderen. War ich das jetzt oder hat er den Schaden an mir gemacht? Ich hoffe mal, ich war das bei ihm. Obwohl, wenn er den bei uns gemacht hätte, diesen kritischen, dann wäre es jetzt schon mit uns wieder vorbei gewesen. So, den brauchen wir noch. Entschuldigung. So, einmal platt wirbeln. Und damit haben wir die Quest auch fertig. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch da mit jemandem reden, wenn ich das richtig sehe. Da müsste irgendwo einer rumstehen. Gucken wir mal. Oh, da hinten können wir uns wieder ein bisschen was an Erzen hacken. Nehmen wir auch direkt mit. Ach, ein Blümchen sollen wir da pflücken, oder wie? Gehen wir mal hin. Ah, ich muss sagen, die Axt, die hat es richtig in sich. Also die sieht richtig fett aus mit dem Gesicht drauf, oder? Wahnsinn. So, aufgesammelt und jetzt müssen wir, was müssen wir denn da machen? Ach, schlammige Sporenwandler kaputt hauen. Komm mal her. Krass, da waren 1500er Crit beim Wirbeln. Nicht übel, nicht übel. Aber ich muss sagen, dadurch, dass der Berserker so wenig verschiedene Attacken hat, ist das echt die optimale Wahl für meine Frau gewesen. Weil, wie gesagt, sie wusste am Anfang ja überhaupt nichts von den einzelnen Klassen und hat sich einfach mal so für den Berserker entschieden. Und ich muss sagen, es ist echt die richtige Wahl gewesen. Mit einem Priester kommt sie eh nicht klar, weil der ist ja mehr zum Heilen gedacht. Und sie als völlige Anfänger, ja. Oh, schwierig, weil wir da noch nicht so hoch sind mit dem Skillen. Aber wir haben es geschafft, haben jetzt 39er Stufe. Es kommt immer ganz drauf an, wie weit man halt... Wow. Es kommt immer ganz drauf an, wie weit man ist mit seinen Stufen da beim Sammeln. Je nachdem ändert sich auch das, ob man es besser kriegt oder nicht. Da haben wir schon wieder eine Glücksschachtel. Das ist Wahnsinn, was hier im Moment so an Glücksschachteln alles gibt. So, aber den hauen wir um. Zack, damit haben wir die Quest auch fertig. So schnell kann es gehen. Wir gehen sofort zurück, die abgeben. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Level ab, bis wir in die Instanz gehen. Je mehr Level wir haben, desto besser ist das halt für uns, weil
umso leichter wird es auch, desto weniger Schaden kriegen wir. Und andernfalls sollten wir gar nicht in die Instanz reinkommen, dann würde ich sagen, gehe ich da mal mit euch rein, sobald wir etwas höher sind und alleine durchkommen. Ist dann zwar nicht mehr ganz so interessant, da haben wir auch eine Axt wieder gekriegt, die aber mit Sicherheit nicht besser ist. Wolltest du mich verarschen? Hat die gerade gesagt, seltsames Gesicht? Seht ihr etwa immer so aus? Braucht ihr Hilfe? Du spinnst wohl, Frau. Ey. Braucht ihr Hilfe? Zwar, wolltest du mich verarschen? Wo ist die Tussi hin? Habt ihr euch verirrt? Nein, habe ich nicht. Gib mir lieber Quests. Stinkendes Gebäude. Nehmt den Trank zu euch. Ah, okay. Dann machen wir das doch mal. Aber erstmal gucke ich mal eben, ob wir bessere Waffen gefunden haben. Nein. War mir aber schon klar, dass die Waffen nicht besser sind. Rüstung haben wir auch nichts gefunden. Handschuhe auch nicht. Nix dabei. Wir nehmen mal das Gesöff ein. Ihr habt den Trank zu euch genommen. Was hat uns das jetzt gebracht? Gar nichts. Gar nichts, nix. Seid ihr denn neu hier? Oh, die sind so süß. Die sind so gut süß. Die Tuvangi. Ja, komm her. Quest abgeben. Meine Fresse, ist das eine Lava-Questreihe. Gut, dass ich das nicht lese. Es gibt nun mal nichts umsonst. gut, dass ich nur die normalen Quests lese, also die Handlungsquests und nicht alles. Da würde ich ja aus dem Lesen nicht mehr rauskommen und das Let's Play würde sich über 800 Folgen erstrecken. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ich möchte zwar schon ein sehr langes Let's Play hier rausmachen, wobei im Grunde ist das ja eh ein sehr langes Spiel. Und von daher mache ich das ja auch nicht künstlich lang. Gucken wir mal. Auch sehr hübsch hier, diese Totenpfähle. Mit diesen Figuren, die Frösche, diese halt. Das ist echt. Mir gefällt der Detailgrad dieses Spiels einfach unglaublich. Der Baum bewegt sich hier. Da hinten fliegt ein aufgeblähter Frosch, so wie es ausschaut. Geil. Doch, echt geil. Der ist auch hübsch, der Kleine. Aber sprechen wir mit dir. Ach du heilige Scheiße, was hat der denn an Quest? Das ist ja der Wahnsinn. Wie war das? Diese dreiste Jugend. Nehmen wir so mit, nehmen wir auch so mit. Da ist auch eine Brust noch dabei. Wie war das? Der kann ganz schön quatschen und immer nur dasselbe. Was habe ich jetzt gemacht? Händlergepäck. Ja, dann besorgen wir doch eben erstmal das Gepäck. Wir gehen der Reihe nach durch. Ach, guck an. Das ist ein Dörfchen. Das ist aber hübsch. Aber was sind das da für Viecher? Moment, eben mal ein bisschen Mana zu uns holen. Ja, der sieht doch auch mal geil aus auf seinem riesigen Frosch. Da guck mal, hinterher sofort ein Vampirschlag geprügelt. Na? Ja, das sieht echt geil aus, ja. Auf dem Frosch, dieses Viech, das ist der Wahnsinn. Wie, das war's schon? Ach, war das ein namhafter Gegner? Habe ich gar nicht mitgekriegt, das ist ein namhafter. Das ist so geil, wir sind so kräftig. Die fallen so schnell um, das kriegen wir überhaupt gar nicht mehr mit. Ob das namhafte sind oder nicht. Das ist schon krass. So, da haben wir auch wieder einen Froschmann. Mit seinen kleinen Tuvangi-Begleitern. Kein Problem. Hauen wir platt. Was? Wieso hast du nicht die Fähigkeit benutzt? So. Das ist ja schon fast alles zu einfach. Mit der Axt und dem Berserker. Ich habe das alles so viel schwerer in Erinnerung und so viel länger vor allen Dingen. Weil mit dem Priester der Ortsnamen ja doch noch wesentlich länger, bis man da alles fertig hat. So, was müssen wir da noch machen? Wir müssen noch 3 Säcke, glaube ich. Oder 3 töten, ich habe keine Ahnung. Hallo Leute, greift mich mal an. Ja, war super. Mann.
auf jeden Fall gut verteidigt bei der Spezialattacke, diese Stampfattacke vom Frosch. Und das sieht so geil aus, wie die Zunge aus dem Hals. Das ist geil. Ach, das gefällt mir so gut, das Spiel. Was, habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Müssen wir davon echt so viele töten? Komm mal her, komm mal her. Aua! Musst du mir immer so wehtun? Einmal super Attacke drauf, meine Fresse! Sind das viele? Müssen das immer so viele sein? Ich weiß gar nicht, haben wir nicht... Ich habe da gerade gesehen, Sonne... Mist! Ich habe da gerade eine Inzenz hinter uns gesehen. Kam mir das so vor oder war die schwierig zum Sammeln? Was ist denn das? Sonnenessenz. Haben wir nicht Sonnenessenzen schon gesammelt und konnten das ganz locker? Oder vertue ich mich da? Wir haben jetzt auch noch keine gesammelt. Naja, wir testen es mal. Aber wie gesagt, also ich meine, wir hätten Sonnenessenzen schon gesammelt. Oder wie hießen die? Oder waren das Sternessenzen? Doch, Sternessenzen waren das, glaube ich. Ja, das scheint ja super zu funktionieren. Das scheint nicht wirklich zu funktionieren, das zu sammeln. Oh, es hat geklappt. Stufe 50 bei Essenzen sammeln. Na gut, dann bin ich ja doch ganz zufrieden. So, wir haben 3 von 25 modischen Kopfbedeckungen. Krass, sind das wenig. Ah, ich glaube, da müssen wir hier die kleinen Viecher töten. Also haben wir da noch einiges vor, so wie es ausschaut. Komm, sammeln endlich, bevor die dich angreifen, Mann! Er kommt doch, da ist er schon. Der ist schon wild geworden, der Kleine. Komm mal her. Nein, du solltest dich nicht heilen, du Hammel. Jetzt hat er sich einen. Mann, jetzt hat er sich einen Verband reingeklopft. Oh, irgendwas haben wir da auf jeden Fall gekriegt. Aber fragt sich nur, was das war. Weil so wie es ausschaut, müssen wir hier noch ein bisschen länger rumhampeln. Ich guck mal eben. Tovangi-Arbeiter. Ja, oh, das ist hier das komplette Lager. Also da haben wir noch einiges zu tun, einiges zu kämpfen. Hier sind sie nicht. Jetzt müssen wir erstmal suchen, wo die sind, die wir töten müssen. Oh, da sind sie. Kommt mal her. Zack. Hier haben wir auch welche. Schön. Nochmal so viele. Alle hin. Mit einem Schlag. So gefällt mir das. So macht das Spaß. Nur leider gibt es hier irgendwie ein bisschen wenig von. Was, wieso können wir das jetzt nicht benutzen? Sind wir immer noch im Kampf oder was? Ich sehe gar keinen Gegner mehr. Ach, da hinten ist noch einer rumblinken. Da sind, glaube ich, auch noch ganz viele. Das sieht ja fantastisch aus. Holen wir uns die. Holen wir uns die. Holen wir uns die. Hallo, Leute. Jetzt hauen wir uns ein bisschen mit denen. Super. Und schon geht's los. Yeah! Einmal durchmetzeln. 17 von 25 schon. Und damit ist der auch hinüber. So langsam wird es auch mal Zeit, dass endlich mal die Instanz startet. Ich bin schon ganz wild, auf die Instanz mal als Damage-Dealer mitzugehen. Wobei ich glaube, dass ich mich da sowas von dämlich anstellen werde, dass mich keine Gruppe mehr freiwillig mitnehmen will. Super, und Quest fertig. Einer steht noch von der Gruppe und dann haben wir es. Na, ich treffe auch nichts. Mit meiner Trefferquote gewinne ich keinen Blumentopf. Ey, da ist ja auch noch einer. Was willst du denn? Kollege! Geht doch nicht, dass du hier noch rumläufst. Manchmal fühle ich mich echt als Kammerjäger. Ob da rennt jemand rum? Hallo, Mädel! Und... ja, alle Quests fertig. 4 Stück waren das schon wieder. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir da so viele Quests jetzt gemacht haben. Es ist einfach alles automatisch gekommen mit der Zeit.
damit ist der mit Sicherheit auch wieder glücklich hier, dieser Wandersmann. Oder Händler, das ist sogar ein Händler. Wie war das? Warum verkauft der denn da nichts? Diese dreiste Jugend. Ich hätte auch gern was verkauft. Was? Gehabt. Wie war das? Diese dreiste Jugend. Super, super, was? Super. Alles mitnehmen. Die nochmal annehmen. Da müssen wir da unten mit jemandem quatschen. Aber wir haben irgendwie... Oh, wir haben sogar noch eine Rüstung gekriegt, sehe ich gerade. Ist sogar genau dieselbe, wie wir anhaben. Also lohnt sich das für uns nicht. Das ist alles schlechter, das ist schlechter, die ist schlechter, die sind schlechter. Aber das Amulett, das ist auf jeden Fall besser, das werden wir auch auf jeden Fall anziehen. So, wo ist es? Da haben wir es. Ja, hat gut geklappt. Mir fällt gerade ein, wir müssten mal in die Gegenstandsausgabe. Gegenstandsausgabe, weil wir müssten ja dadurch, dass wir die Special Edition haben. Ne, das mit Level 40. Das haben wir gekriegt. Das lassen wir uns jetzt erstmal rausgeben. Abholen. Yep. Wir haben jetzt nämlich dieses episch orangene Halskette gekriegt. Da wir die Special Edition haben mit dem Reittier, haben wir auch diese epische Kette gekriegt, die im Moment besser ist wie alles andere. Und damit werden wir jetzt auch erstmal weiter rumlaufen. Warum sollte man das nicht nutzen, wenn man das sowieso hat von vornherein? Das können auch nur Leute haben, die sich damals schon die Special Edition geholt haben. Alle anderen, die jetzt erst bei Terra mitmachen, die nach dem Free-to-Play-Start angefangen haben, die können leider nicht diese Gegenstände benutzen. Und von daher ist das mal so ein kleines Schmankerl für alle diejenigen, die das halt nicht kennen. Und auch so mein weißer Tiger-Löwe, den hat man halt auch nur gekriegt mit der Special Edition. Kriegt man jetzt auch nicht mehr. So, wo geht's denn hier weiter? So. Ja, wie gesagt, wenn wir bis 2 Uhr keine Einladung kriegen für eine Gruppe, für eine Instanzgruppe, dann werde ich hier dann werde ich um 2 Uhr die Aufnahmesession erstmal beenden. Und Jira retten, ja, mache ich. Dann werde ich die Aufnahmesession erstmal beenden und hi Lukas. Und wir müssen halt beim nächsten Mal gucken, ob wir eine Gruppe finden. Ah, ist halt jetzt ein bisschen ärgerlich, weil wir gerade das passende Level haben, also könnten da auch gute Drops für uns bei sein. Aber was soll's, wenn keiner in die Instanz rein möchte, ist es ja auch die allererste Instanz. Von daher denke ich mal, dass sie auch nicht mehr ganz so gut besucht wird. Ist ja jetzt auch schon länger. Oh, da haben wir es, da sprechen wir gerade noch von und schon sind wir drin. Auf geht's, ab in unsere erste Instanz. Hallo, erstmal ein kleiner Kater streicheln, der sitzt gerade genau neben mir und da geht's schon ab. Ihr müsst Hilfe brauchen. Nehmen wir hier die Quest an. Das ist das Geheimbasislager des Kults von Locke. Von hier haben die Devaner ihre Waffen. Die Kultisten verstecken sich im Innern, doch die Tür ist mit der Magie eines Golems belegt. Nur Kultisten können hinein. Es sei denn, ihr tötet den Golem. Wenn ihr drin seid, könnt ihr euch zum Anführer des Kults vorkämpfen. Ihr findet ihn im tiefsten Teil der Höhle. Viel Glück, ihr werdet es brauchen.